Ja, hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog-Produkt-Status-Update über mehrere kurze Themen. Zum ersten, ich filme gerade mit der Yi 4K, habe ich schon einige Videos aufgenommen. Maria hat wieder einige in der Küche damit aufgenommen, wir haben ein paar Outdoor-Videos aufgenommen. Da gab es vielleicht noch ein paar interessante Informationen dazu. Als ich, glaube ich, das Upgrade gemacht habe, der Firmware auf die Version 1.09 oder sowas. Gut möglich, dass es mit dem Firmware zu tun gehabt hat, denn erst Tage später ist mir dann aufgefallen, dass ich dann auf den ganzen Videos, die ich zwischenzeitlich aufgenommen hatte, keinen Tonspur auf dem linken Mikro hatte. Ich bin zwar immer noch der Meinung, dass es sich um Wackelkontakt von dem Mikrofon handelt, aber erstaunlicherweise hat sich das sofort verändert, nachdem ich auf die Firmware-Version 1.1.0 abgegradet habe. Danach hatte ich wieder Ton auf beiden Lautsprechern. Ich bin aber, glaube ich, immer noch der Meinung, dass es ein dummer Zufall war, dass es plötzlich wieder funktioniert hat, nachdem hier nämlich die ganze Kameratasche samt Inhalt vom Schreibtisch gesegelt ist. Wer weiß, vielleicht hatte das was damit zu tun, dass das wackelnde Mikro jetzt wieder Kontakt hat und somit ich wieder auf beiden Tonspuren Leistung habe, wobei ich, wenn ich es mir genau anhöre, das Gefühl habe, dass ich so 60-40 habe, Lautstärke, links 40, rechts 60, aber sei es drum, es zeichnet auf jeden Fall wieder Stereoton auf. Es sind einige neue Funktionen dazugekommen mit dem Firmware-Upgrade. Man kann zum Beispiel jetzt auch die Blickwinkel verstellen, bis auf Narrow, also ganz eng, also normaler Blickwinkel, wie eine normale Kamera hat, nicht diese Ultraweitwinkel-Dinger. Erstaunlicherweise hat dabei die Qualität des Videos unglaublich abgenommen, also die ist wirklich schlecht. Darum lasse ich das Ding jetzt wieder auf Weitwinkel. Das Schöne an dieser Kamera ist, sie hat eine integrierte Verzeichnungskorrektur, rechnet das sofort raus. Natürlich sind am Rand, hat man schon noch leichte Krümmungen, aber nicht so ganz extrem wie jetzt bei der GoPro, die das nicht rausrechnet. Das habe ich bei geraden Linien rechts schon extreme Krümmungen drin. Und ich habe es auf beste Qualität gestellt und stärkste Schärfe, maximale Schärfe, beste Qualität. Und ja, Weitwinkel. Dann kann man jetzt das Ding mit dem normalen Color Set laufen lassen oder man kann auch die Farben eigentlich rausnehmen. Also es wird nicht schwarz-weiß, sondern es macht ein ganz flaues Bild. Für die Nachbearbeitung ist das für viele Leute dann interessanter. So eine Art RAW-Video vielleicht ein bisschen. Ne? Funktioniert dann aber so weit wieder so gut. Das Problem ist nur, dass ich diese MP4-Files nach wie vor nicht mit dem Magix verarbeiten lassen. Das scheint wohl in anderen Videoprogrammen zum Teil gehen, aber nicht in Magix, was schade ist. Das heißt, ich nehme mir immer das Original-File und lass es einmal durch die GoPro-Software rendern in den AVI und kannst dann die Magix verarbeiten und bearbeiten. Als ich das Problem im Mikro hatte, habe ich mich natürlich an den Händler gewandt in China, aber das ist natürlich so eine Sache, damit müsst ihr halt wissen, wenn ihr in China was einkauft, das ist nicht so wie in Deutschland mit 30 Tage Zurückgarantie und so. Sie schreiben es zwar auf ihrer Webseite, aber die Chinesen tun sich sehr schwer damit mit Cashback. Ne? Die machen euch dann, wenn ihr wollt, eine Gutschrift. Ihr müsst das Zeug aber für über 30 Euro von hier aus nach Deutschland zurück nach China schicken und der ganze Krempel und ihr kriegt dann vielleicht eine Gutschrift, könnt dann also wieder ein neues Gear dafür kaufen. Aber so mit Cashback ist da nicht so, ist nicht so beliebt bei den Chinesen. Also damit müsst ihr mal rechnen, dass die Kohle fort ist, wenn es dumm läuft. Ne? Bin jetzt auch mal gespannt, wie lange die Geschichte mit dem Mikro anhält oder ob das wieder mal einsetzt. Ne? Okay, das wäre die Mikrogeschichte an der Kamera. Firmware 1.1. Narrow ist nicht so gut. Farbe kann man umstellen, Schärfe kann man jetzt einstellen. Gut, kommen wir zu anderen Geschichten. EDC-Messer. Dazu hole ich euch mal ein bisschen daher. So, mal schauen, ob wir da schön alles drauf kriegen. Einen Augenblick. Jawohl, das sieht doch gut aus. So, das habe ich in letzter Zeit viel getragen. Das waren die drei Kollegen hier. Cold Steel in der super schmalen Broken Skull Ausführung. Sehr schlank, sehr angenehm zu führen. 3 mm Klinge, jeweils 3 mm G10, somit ein 9 mm schlankes Taschenmesser. Hervorragend. Robust verschraubt, die Schrauben sind versetzt. Wir haben hier eine, da eine, hier eine und auch noch eine Schraube vom Clip geht hier in diesen Alu-Backspacer. Also sehr massiv hinten verschraubt. Hier vorne haben wir nur Achsen.
und hier vorne die große Klingenachsschraube. Sehr angenehm zu führen, ne? Daumenpins weg, ganz klar 42A konform. Schön große, schlanke Silhouette. Macht einen hervorragenden Job als EDC-Messer. Ne? Also groß, schlank, super leicht. Ne? Dann hier der Glossep, sozusagen mein deutsch-italienisches Small Sebenza mit einer hervorragenden Handlage, kann man besser nicht sagen. Ne? Also traumhafter kleiner Titan Framelock Folder. Und immer wieder mal in der Tasche und hier im Einsatz das 187er von Medford. Ein richtiger fetter Klopper. Also das totale Gegenteil von dem kleinen, schmalen, leichten Broken Skull ist das 187er schon ein wirklicher Panzer. Macht aber richtig Spaß. Ja, das sind so momentan meine drei Taschenmesser, die so in Verwendung sind. Und eben die Yi-Kamera in letzter Zeit viel zum Filmen. Ja. Sonst gab es keine großartige Veränderungen in irgendwelchen Taschenmesser-EDC-Geschichten. Ne? Also, würde ich sagen, dann reicht das hier wieder mal Video. Überall sind sie am Gartenarbeit machen, du hast hier wirklich nur Gartengeräusche drauf. Den ganzen Tag hörst du nur Rasenmäher. Ne? Also trinke ich noch meinen Kaffee und euch wünsche ich noch einen schönen Tag. Ciao Leute, noch schnelles Wetterstatus-Update. Ne? Leichte Bewölkung im Schwarzwald, kühler Wind und es werden leichte Regenschauer oder Gewitter erwartet. Also macht's gut, ciao Leute, euer Ebeli.